Heute sind lauter Vögel im Studio und ich habe ein Bier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Geschichte, wie ich das bekommen habe, die ist richtig gut. All das erzähle ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr da angeblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer etwas vogellastigen Ausgabe. Ich habe gemerkt, ich habe hier von Brauerei Thai den Strauß quasi hier auf meinem T-Shirt und habe heute ein Bier, das trägt auch einen Vogelnamen. Und zwar handelt es sich dabei, und ich könnte es ja gleich mal vorwegnehmen, um den Albatros. Und das kommt von keiner geringeren Brauerei von Stigbergets aus Göteborg. Und das ist eine Brauerei, wo man sagen muss, na servus. Also die gehören laut Untappd zu den, glaube 8 besten Brauereien. Es sind nur 7 amerikanische Brauereien über ihnen. Also beste Brauerei Europas, wenn man Untappd glauben darf. Und gleich ihr erstes Bier, glaube ich, war unter den Top 24 Bieren weltweit auf Untappd. Man muss nicht unbedingt was auf Untappd geben, aber es zeigt irgendwie schon, dass da irgendwie was richtig gemacht wird. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Bier heute habe. Denn das habe ich von Arbeitskollegen meiner Frau bekommen. Ich habe ja ab und zu mal ein bisschen Bierüberhang. Da kaufe ich mir entweder ein bisschen zu viel oder ich kriege irgendein Bierpaket geschickt, von dem ich dann halt auch nicht alles trinken kann. Und bevor das irgendwie schlecht wird, gebe ich das gerne dann auch an bierinteressierte Freunde weiter. Und da hatte meine liebe Gattin, eine Arbeitskollegin und ihren Mann, dem sie das mitgebracht hat. Und die haben mir aus ihrem Schwedenurlaub offensichtlich hier von Stigbergets das Albatros New England IPA, und ich zeige das gerne nochmal in die Kamera, mit 7,0 Volumenprozent Alkohol mitgebracht. Und ja, Stigbergets ist eine relativ spannende Brauerei, hat 2013 als Restaurant gestartet. Das eigentliche Brauen haben sie dann erst 2015 angefangen und sind dann, ja, wie ich eben schon gesagt habe, Shooting Stars der schwedischen Bierszene geworden. 2018 war es dann schon soweit, da war die Location nach 3 Jahren schon zu klein. Und sie sind in eine größere Halle umgezogen, um dann eben so viel brauen zu können, wie der Bedarf am Markt war. Ja, das New England IPA, was ich hier vor mir habe, ist gebraut mit Citra, Equanaut, Mosaik und YCH301 Kryo Mosaik. Zumindest sagt das die Webseite. Und es ist Golden Promise Pale Ale Malz drin und Hafermalz. Ich würde sagen, damit haben wir die wesentlichen Dinge geklärt. Mehr gibt es, glaube ich, auch an Informationen nicht hier auf der Dose. Außer, dass man es kalt lagern soll, aber das haben wir sowieso gemacht. Ich glaube, wir können dem Albatros ans Gefieder gehen. Und dann geht es auch schon los. Und New England IPA, überhaupt Hazy IPAs, ist, glaube ich, etwas, für das Stigbergets durchaus bekannt ist. Und da ist die... Oh! Eieiei. Also, das ist ja kräftiger, getrübter, orange-goldener, fast schon Bernstein-Farbton. Das sind 2 Finger breit eines ja, leicht beige-weißen Schaums, der mit mittlerer Pore herrlich sich ans Glas legt. Aber allein die Optik, diese gleichmäßige Trübung, das geht bis runter in den Fuß hier in diesem IPA-Glas. Das ist schon richtig, richtig großes Kino. Schau, was die Nase sagt. Boah, das war eben schon so super intensiv. Kräftige Pfirsichnote. Bisschen Orange, Grapefrucht. Überhaupt so Zitrusfrucht dabei. Klar, Citra ist drin. Aber auch ein bisschen Ananas. Und dieses helle Malz. Aber Pfirsich ist schon sehr intensiv. Dann würde ich sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Hoi! Also für New England IPA, da ist ordentlich was an Bitterer geboten. Das mischt sich aber dann relativ schnell mit der schönen Fruchtsüße. Da ist vom Pfirsich wieder was dabei, da ist jetzt von der Ananas viel dabei, da ist auch so ein bisschen Zitruszeste mit am Start. Ein bisschen tropische Frucht und das balanciert sich dann eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich würde nur so klassisches New England IPA, also da bin ich auch wieder sehr auf der Hazy IPA-Seite, aber es ist so super vollmundig. Der Hafer macht da einen richtig guten Job. Es ist richtig kräftig im Mund. Das Mundgefühl einfach Wahnsinn. Helles Malz, cremiger Hafer
Und so ein bisschen brotig auch, Pinie mit dabei. Ein super IPA. Ah, es ist richtig, richtig gut. Mittlerer bis voller Körper, ne? Mittlere bis lebhafte Kohlensäure und eine schöne, cremig, weiche Textur. Der Hafer ist da wirklich, glaube ich, mit etwas höheren Prozentsätzen in der Schüttung drin. Und der Nachtrunk geht dann mit so einer kräftigen Bittere, die überhaupt so vom Antrunk an sich relativ deutlich bemerkbar macht. Ein bisschen Orange, fast sogar so ein bisschen Bitterorange. Tropische Frucht ist auf jeden Fall mit dabei. Und jetzt kommt die Pinie auch noch ein bisschen dazu. Und so eine angenehme Süße balanciert das Ganze hinten. Also, das liegt richtig gut im Mund, macht richtig Spaß. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe lang kein so gutes Hazy IPA mehr getrunken. Und auch wenn es New England IPA heißt, dem Albatros nehme ich das nicht übel und gebe ihm auf jeden Fall dafür 5 von 5 möglichen Punkten für das Stig Bergets Bryggeri Albatros aus Göteborg in Schweden. Dann sage ich an der Stelle nochmal Danke, unbekannterweise an die Arbeitskollegen meiner Frau für diese Bierspende. Und euch sage ich Danke, wenn ihr ein Abo lösen wollt, dann könnt ihr das da unten gerne machen. Dann sehen wir uns nämlich morgen mit der nächsten Bierverkostung wieder und es wäre schade, wenn ihr die verpassen würdet. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.